So, jetzt fahren wir mal aus der Garage hinaus. Und vor mir siehst du schon mal einen Nachbar. Ja, auf der linken Seite siehst du das türkise Haus, das ist meines. Und wir fahren jetzt mal durch die Riesenortschaft, dass du die auch siehst. Und ab geht's. Wir befinden uns nun auf der Hauptstraße. Wir haben ca. 600 Einwohner in diesem Ort namens Hundsheim. Das Schild zeige ich dir dann noch. Wir befinden uns hier auf der neuen Siedlung, nennt sich das. Es gibt auch eine alte Siedlung, in die fahren wir jetzt hinein. Auf der linken Seite siehst du meinen Hausberg. Und nun kommen wir auf die neue Siedlung zu, auf die alte Siedlung, pardon. Das erkennt man auch an den alten Baustil der Häuser noch. Es ist auch zu uns herein eine Sackgasse, man kann nicht durchfahren. Das Dorf endet, hier fahren wir durch die alte Siedlung nach oben. Hier ist auch ein Haus an das andere gereiht. Die stehen hier nicht einzeln. Naja, wie ich schon sagte, es sind ca. 600 Einwohner hier, ein kleines Dörfchen, aber sehr idyllisch gelegen, eben neben dem Berg. Hier kommen wir auch schon langsam dem Ende entgegen. Auch noch zeigen. Das Gebäude gehört auch mir. Das ist vermietet an meinen Schwager, der hat hier zwei Pferde eingestellt. Und hier ein kleiner Blick wieder auf den Berg. So, es gibt noch einen zweiten Weg hier durch. Na, Blick. Hier fahren wir jetzt außen an der Ortschaft runter. Ja, Windräder haben wir hier zum Saufüttern. Hier siehst du auch schon meine Nichte mit den Pferden. Hier sind auch Stallungen, die gehören aber nicht mir. Alles gehört nicht mir hier. Leider. So. Vor mir kannst du wieder den Hausberg von mir erkennen. Links geht es.
Hier ist nun Ortsende von Hohnsheim.